Ferdinand Raimund, der Verschwender, ein Original-Zaubermärchen. Einer schwimmt im Reichtum, prasst, hat eine gute Fee zur Hilfe und trotzdem, er verliert alles. Mein Leben ist ja noch das einzige Gut, das mir Verschwendung ließ. Darsteller Christian Higer gibt in der Rolle des Verschwenders Julius Flottwell alles. Den Sommer über hat er sich in seine facettenreiche Rolle eingearbeitet. Natürlich beim Erarbeiten fragt man sich verschiedene Sachen schon und schaut, dass man dem auf die Spur kommt, wo das hin kann. Aber es geht eben in der Probenarbeit immer noch darum, dass man noch weiter aufkommt und noch weiter runter. Und da muss man einfach, man muss sich hundertprozentig selber aufgeben und selber reingeben. Und das ist natürlich das Anstrengende und das ist das Tolle daran. Die Kritiken nach der Premiere im Schauspielhaus des Landestheaters zwiegespalten. Für die einen hat die Inszenierung nichts mehr mit Ferdinand Raimund zu tun. Für die anderen ist der moderne Blick auf diese Geschichte gelungen. Wenn man so ein Stück spielt, muss man auch die Gelegenheit beim Schopf packen und sagen, was wir schauen von heute drauf und nicht museal. Wir sind ja kein Museum, wir sind ja ein heutiges Theater und man muss das Theater so nehmen, wie es uns heute entgegenkommt oder wie wir es heute empfinden. Du kannst mich länger nicht besitzen, umarmst mich heute zum letzten Mal. Der moderne Blick auf ein Stück aus dem Jahr 1834 ist für Georg Schmidleitner eben ganz normal. Ebenso wie die Tatsache, dass er sich die Premiere seines Stückes nicht entgehen lässt. Das sieht der Linzer sportlich. Ich bin ein Regisseur, der der Mannschaft zuschaut und sehen will, wie es läuft. Das ist ja irgendwie eine Probe und ich möchte ihnen auch meinen guten Spirit schenken und ich will wissen, was da bei der Premiere läuft. Also ich schaue seit, glaube ich, habe ich schon 120 Inszenierungen gemacht, jede habe ich gesehen. Und jedes Mal ist es Ihnen gut gegangen? Oh, nein, das ist nicht immer. Es gibt ja Abstufungen, aber man freut sich natürlich. Man ist natürlich auch in einem Ausnahmezustand, aber das mag ich ja auch. Deswegen macht man ja diesen Job. Ein bisschen Adrenalin braucht es ja an so einem Ding. Da bin ich wie ein Fußballtrainer und schwitze. Aber ich vertraue meinen Leuten. Ich vertraue dieser Mannschaft. Wir sind ein Team gewesen. Das war großartig. Und dann will ich aber auch die Tore sehen. Ich habe eine Sammlung solcher Frauen bei mir zu Hause. Jetzt ist recht, der sammelt Frauen. In nur 3 Wochen gemeinsamen Probens bringt das Ensemble ein Original-Zaubermärchen auf die Bühne. Ferdinand Raimunds Verschwender mit einem aktuellen Blick auf die Geschehnisse. Jetzt am Landestheater Linz.